Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Haben wir Evoli nochmal geknüpft auf unserer Mütze. So, wir gehen jetzt in den Mondberg. Ah, Team Rocket. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist etwas weiter dort hinten. Du, da hast du uns etwa gerade belauscht. Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Oh. Miauz. Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie knirpsen wie dir überlassen werden. Ganz genau, wenn jemand diesen staubigen alten Stein in Zaster verwandelt, dann wir. Muhahaha. Okay. Das mit Mauzi hier oben, also das von Team Rocket. Cool. Cool, dass man das vorher gesehen hat. Klein Pipi. Komm her, Pipi. I want you, Pipi. Ziel auf die Mitte, dass sich bewegende Ringe, um einen möglichst guten Wurf zu landen. Je kleiner der Ring, desto... ja. Oh shit, es hüpft. Das ist voll mies, dass es hüpft. Oh, es war ein Mini-Ring, aber er war schon weg. Goddammit. Sehr gut, wir haben ein Pipi. Schöne Sache. Level up für Taubsi und Safcon. So, Pipi. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt, aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. So, Pipi ist Fee. Das ist sehr gut. Das Kleinstein nehmen wir auch mit. Alles mal mitnehmen. Okay. Yes! Sehr gut. Also ein guter Wurf. Ich kriege das noch irgendwann hin, nur noch hervorragende Würfe zu machen. Oder großartige. Oh, es geht ja ruckzuck hier mit dem Fang. So. Und das Erfahrungspunkte gibt es auch sehr gut. Kleinstein. Es hält sich gerne in der Nähe von Gebirgspfaden auf. Tritt man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Und wenn ich mir so überlege, wenn ich den Professor Pokémon schicke, ne? Ist es ja eigentlich gut, doch die ganzen Pokémon doppelt zu fangen, wenn ich aus Versehen mal in eins reinlaufe oder so, mal eben den Ball werfen, ne? Weitergehen und so weiter. Jetzt haben wir hier eine... Oh, das ist ein Käfertyp. Hat der jetzt ein kleiner... Hat der jetzt... Ist ja egal. So, ist ja egal. Wir machen mal... Wenn es Käfer ist, müssen wir wechseln. Hat der jetzt Gesteins-Pokémon? In der Höhle treiben sich echt komische Leute herum. Gehörst du etwa auch zu denen? Nicht, dass ich wüsste. Ich gehöre nicht zu Team Rocket, falls du das meinst. Du bist Käfersammler. Okay, dann wirst du auch Käfer-Pokémon haben, ne? Und kein... Keine Gesteins-Pokémon. Das ist natürlich doof. Ne? Wir können natürlich so... Ah, Gift. Aber Käfer auf Gift war nicht gut, ne? Nein. Ist normal, okay. Das ist sehr effektiv, aber halten wir aus. Okay, wir machen nochmal Säure drauf. Also ich hätte mir die Säure andersfarbig vorgestellt. Sehr gut, Professor. Du hast einen Typen besiegt, der eigentlich stärker ist als du. Also dir gegenüber. Carpador erreicht Level 6. Sehr gut, Carpador. So. Wir werden uns einen Garados heranzüchten. Ich frage mich, ob das noch mehr Leute machen, die das Spiel spielen. Sich das doofe Garados kaufen. Carpador kaufen, um daraus den Garados zu machen. Ich meine, super. Nehmen wir auch noch mit. Zubat fangen ist bestimmt auch voll nervig. Ja, denke ich mir. Ach, ja. Das ist viel nerviger als in Pokémon Go. Sag ich euch. Pokémon Go hüpfen die wenigstens nur einmal und bleiben da stehen. Hier bewegen sie sich von links und rechts ganz langsam. Oh, es werden noch Pokémon kommen, wo ich bestimmt 1000 Bälle verwerfe oder so. Oh Gott, habe ich schon ein bisschen Angst vor. Zubat. Zubat stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. So, da ist eine Göre.
guck gerade, ob hier noch irgendwas spawnt, was wir gebrauchen können. Außer Kleinsteine und Zubat. Ich glaube, mit Pipi haben wir richtig Lack gehabt gerade. Paras. Pipi ist seitdem nicht mehr gespawnt. Paras jetzt auch zum ersten Mal. Das scheinen so die Seltenen zu sein hier in der Höhle. Ach komm. Okay, das muss ich noch mit dem Ring und dem Vanavief, wenn ich schwinge, ist noch ein bisschen zu üben. Bitte hau nicht ab. Danke. Ach. Knufft ja meinen Ball. Okay, ich muss früher werfen. Eindeutig. Und? Jawohl. Mit Paras haben wir auch ein potenteres Käfer-Pokémon als Safcon. Aber wir behalten Safcon erstmal. Knuffenser erreicht Level 13. Sehr schön. Es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln Nährstoffe zu entziehen. Die Großteil davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinen Rücken. Seit dem Fang ist sie sehr viel schneller gelöst, dafür, dass man nicht nach Spitznamen gefragt wird, nach der Box nicht gefragt wird. Das geht alles viel schneller. Und das Gameplay allgemein ist ja viel schneller, ne? Wenn man so Pokémon fangen, zack, weiter. Pokémon fangen, zack, weiter. Früher war Pokémon fangen, alles durchklicken. Gegen Pokémon kämpfen, kaputt kloppen, außerdem kaputt hauen, neues Pokémon suchen, dann was noch ein seltenes. Knuffenser gegen Knuffenser ist natürlich jetzt irgendwie lustig. Säure. Oh lol. Das tut natürlich nicht weh, aber Säure ist ja mega gut. Zack, kaputt. So, die Göre Iris. Dass die alle nur ein Pokémon haben gerade, ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ich werde mich nicht drüber beschweren. Team Rocket. Du bist schneller, als du aussiehst. Schon James da echt alleine? Ja, tatsächlich. Ich dachte nämlich gerade so, hä, standen die nicht gerade da? Ma! Das alte Pokémon gehen, an komischen Stellen A drücken, weil vielleicht liegt was, aber ich muss mir das abgewöhnen. Noch ein Paras. Ein Aufwecker. Du? Oh Gott, was hast du für Pokémon? Pflanzen? Schleich dich nicht so an. Bisschen Forscher, oder? Du hast so ein Klemmbrett dabei. Tüftler. Slimer, ja, genau, sowas. Das ist natürlich doof jetzt, ne? Ich mag die Geräusche von Knuffenser. Wird dir natürlich nichts wehtun von. Nicht sehr effektiv. Pfund. Oh Gott. Aua. Aua, aua. So, Säure. Nicht effektiv. Aber vergiftet. Oh, no. Ah, ne, nicht vergiftet. Spezialverteidigung. Okay, sehr gut. Einmal Pfund kriegen wir noch hin. Säure. Also einmal Pfund halten wir noch aus und einmal Säure kriegen wir damit noch hin. Das hat 7 Damage gemacht. Okay, wir wechseln auf... Ich weiß es nicht. Alles Kacke. Auf Lu. Let's go, Lu. Let's go. Heißt doch, let's go, Evoli. Let's go. Evoli snackt das natürlich easy weg. Doppelkick wird ihn nicht wehtun, glaube ich, weil Gift war gut gegen Kampf, glaube ich. Ist immer solider Damage, den wir damit rauskriegen. So, und dann machen wir mal einen Ruckzuck-Keep. Um ganz sicher zu gehen. Sehr schön. So. Sehr schön. 400 Poké-Dollar. Parasuch. Ja, ja, ja. Ich bin nur hier. Ich will euch nichts Böses. Ich bin ein Paras. Eta. So, warte mal. Wir müssen das Pokémon-Team wechseln, denn... Ja. Bewegen. Ich wollte nicht den Bericht. Ich wollte bewegen. Guck mal, obwohl wir Pikachu oft benutzen eigentlich. Oh, ein riesiges Paras. Ich meine, das sieht jetzt nicht riesig aus, aber es ist riesig.
Das Spiel sagt uns, es ist riesig. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber wenn das Spiel das sagt, ich meine, dann wird das ja wohl stimmen. Menki. Goddammit. Thundershock. Kann dieses Menki Kampfattacken? Wahrscheinlich. Mal Kampf gegen Kampf. Das ist guter Damage. Energiefokus. Nicht gut. Mach nochmal Doppelkick. Das hat mehr gemacht als Sonderschock. Oh Gott, ich habe meinen Joy-Con gerade... Ich habe mir den Kopf gekratzt und meinen Joy-Con dabei losgelassen. Zum Glück habe ich die Schlaufe um. Sieht immer die Schlaufe an. Das ist sehr gut. So, Menki wurde besiegt. Pikachu erreicht Level 10. Lernen wir was? Nein. Okay. Das riesige Paras ignorieren wir mal. Das ist zu weit auch. Sprühdose Schutz, es gibt sie also doch. Okay, Pikachu, findest du hier irgendwie Dinge? Nein, ne? Okay. Dann müssen wir die Leiter jetzt so benutzen. Dich habe ich besiegt, ne? Okay. Nein, habe ich nicht. An dir bin ich vorbeigelaufen, glaube ich. Ah! Bin ich? Ich meine schon. Oder gehe ich gerade den Weg? Pipi? Hallo, Pipi. Was geht? Pipi. Magst du Doppelkick? Das war ein Volltreffer. Okay, das ist nicht effektiv. Gesang ist natürlich eklig. Ja, Donnerschock ist schon deutlich besser. Oh Gott, Gesang darf nicht treffen. Dann schlafen wir. Ich kann schon nicht schlafen. Heuler ist okay. Macht zwar einen Angriff runter, aber ist egal. Wir schaffen das schon. Das ist ein Spezialangriff, was wir benutzen mit Donnerschock, glaube ich. Sehr gut. Carpador erreicht Level 7. Jedes Level-Up, was Carpador erreicht, ist ein gutes Level-Up. Ein winziges Kleinstein. Ein Kieselstein sozusagen. Jetzt bin ich die eine Leiter nicht runtergegangen. Hör auf, uns zu folgen. Okay, James. Auch wenn dein Name da noch nicht steht, ich kenne ihn. Ist das... Wohin geht das hier? Nugget. Ein Nugget. Okay, sehr gut. Jetzt bin ich fast ins Paras gerannt. Gibt es hier unten Pokémon, die es in der Höhle noch nicht gab? Nugget, dein Fund hat das Interesse von Pikachu geweckt. Okay, cool. Ist kein Chicken Nugget, Pikachu. Gibt nichts zu essen. Oder Kleinstein. Ah, ich glaube, die andere Treppe bringt mich hier eine Etage höher. Oder kann ich hier irgendwie oben lang? Nein. Okay. Noch ein bisschen hier rumlaufen und ein paar Pokémon spawnen lassen, in der Hoffnung, dass irgendwie doch was Seltenes spawnt, was es nur hier unten gibt, aber anscheinend passiert nichts. Zubat. Ah, ich werde nicht reinrennen, deswegen dieser komische Knick. Kleinstein, ich glaube, hier kommt nichts. Dann muss ich jetzt leider zu der anderen Treppe nochmal hoch. Die ich übersprungen habe. Kleines Kleinstein. Ein Onix wäre geil. Das wollte ich nicht. Ein Wassertropfen ist heruntergetroffen, hat das wohl erschreckt. Oh, Knuffel-Pikachu. So. Ein Onix wäre mega. Who are you? Team Rocket Dude. Ein Sonderbonbon. Das kriegt Miss... Oh, ein riesiges Zubat. Ist Sonderbonbon hier das gleiche wie sonst immer?
das sind Pokémon-Level um dauerhaft um 1 erhöht. Hä? Sehr schön. So. Nein! Ein riesiges Zuwart kann man mal fangen. Nicht getroffen in der Mitte, aber wir haben es an sich getroffen. Und es war echt riesig. Nice. Ich hoffe, ich kann die später irgendwie nach Größe sortieren. Das gibt immer gut EP, wenn sowas fängt, ey. Du versuchst Sandwirbel zu lernen. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Safcon erreicht Level 10. Jawollo. Safcon entwickelt sich. Oh, das wurde aber beschleunigt, oder? Hat Schmetwo sich immer auf Level 10 entwickelt? Also Safcon zu Schmetwo? Ist das schon immer Level 10 gewesen? Was ging Flotti Garotti? Das hätten wir auch. So. Da die hochgiftige Staubschicht aus seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen. XL Smetbo. Smetbo erlernt Windstoß. Okay, es ist taubsi und nutzlos. Danke, Smetbo. Du hast gerade taubsi nutzlos gemacht. GZ. Holy shit, als ob ich den Lockduft an hätte. Okay, lass uns mal gegen den kämpfen. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und jagen jedem Angst ein. Oh lol. Hier mein extra Intro. Was ist denn jetzt kaputt? Die haben jetzt Rettern, Arbok, Radfotz. Oh, nee. Also Rettern, Arbok, Smogon. Alles hätte ich erwartet und nicht das. Pika! Okay, Doppelkick. In your face, Radfotz. Aua, das tut weh. Doppelkick. In your face, Radfotz. Ah, könnte reichen. Nein, tut's nicht. Ruckzuckhieb. In your face, Radfotz. Bin schneller, nice. Zack. Keine Chance. Kein Level Up. Oh Gott, es fehlt 2 EP oder so. Gut, damit hätten wir das auch geklärt. Wir sind in der Folge noch nicht wirklich weit gekommen. Ob wir gegen Jesse und James noch kämpfen müssen? Also jetzt... Noch ein Pipi. Ah, ich weiß nicht. Ich habe ein Pipi. Und es kommt echt nicht oft. Das ist, glaube ich, das zweite Pipi, das ich sehe. Oh, kacke, ich bin ja nicht lang gelaufen. Ich dachte, den hätte ich schon. Aber den haben wir noch nicht. Den machen wir jetzt fertig. Der Luan. Der hat einen Sandan. Oh, einen Sandan. Ich mag Sandan. Sandan ist toll. Natürlich jetzt doof, dass wir Pikachu hier haben, ne? Ist Kampf gut gegen Boden? Ich weiß es nicht. Testen wir es. Nein! Ist aber auch nicht schlecht. Wieso hast du Giftstachel? Wieso hast du sowas? Wieso bist du so assi? Smetbo? Nehmen wir Schmetbo? Nee, nehmen wir Knopf. Können wir das fast dauern? Nehmen wir Schmetbo. Kann ja keine Bodenattacken machen. Weil wir jetzt Käferflug sind. Oder sind wir Käferflug? Ich weiß es nicht. Ich habe mich drauf geachtet. Theoretisch ist Schmetbo Käferflug. Und Gift sollte uns nicht jucken. Danke. Windstoß. Ja, das tat weh. Das tat echt weh. Mann, Mann, Mann. So, Pikachu erreicht Level 11. Nice. So, haben wir den Knirps auch besiegt. Ich müsste theoretisch Knuffenser mal fit machen, weil der hat 100 pro Stein-Pokémon. Nicht in die Pokémon-Box. Wenn ich die in die Pokémon-Box stecke und wieder zurückstecke, sind die geheilt, ne? Nein, sind es wahrscheinlich nicht. Entschuldigung. So, Pikachu kriegt auch was, aber vergiften, entgiften kann ich dich nicht, mein Freund. Bitte sterbe nicht. Halt, oh Gott, gut, dass ich... Ich will nicht den Bericht dann gucken. Geh weg. Pikachu, geh mal kurz nach hinten. So.
Eigentlich haben die Gesteins-Pokémon. Kleinsteins und so, jawoll. Und da hat Knuffenser ja schon gezeigt, was es drauf hat. Oh, er hat zwei. So, Kampf. Rankenhieb. Zack, One-Hit. Zweigeteilt haben wir es. In der Mitte einmal durchgetrennt. Voll brutal. Level 14. Lernst du was? Nein? Okay. Kleinstein. Nein, wir bleiben drin. Wir müssen das nächste Kleinstein zweiteilen. Und zwar mit Rankenhieb. Und zack. Oh, das sieht so gut aus. Rankenhieb ist total befriedigend einzusetzen, weil das Klatschen genau mit der HP-Leiste so zack und das stimmt voll überein. So. Aras. Guten Tag. Sind Sie auch ein Trainer? Sie stehen da so. Du bist kein Trainer. Beutelkontrolle, hast du außerdem Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls hier die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ah, okay. Er ist ein Dude, bei dem kann man sich, wenn man Pokébälle, echt keine Pokébälle mehr hat, kann man zu dem hin. Cool. Mit Mauzi. Miauz. Das ist kein sprechendes Mauzi, ich bin enttäuscht. Es miauzt nur vor sich hin. Wie groß ist diese Höhle? War die schon immer so groß? Noch ein Pipi. Ah, jetzt sind wir hier. Belabor. Ich bin irgendwie froh, dass Pikachu nicht stirbt, während es vergiftet ist, anscheinend. Zack. Nehmen wir Kleinstein halt mit, wenn wir schon reinlaufen. Sehr schön. Dann können wir die gegen Bonbons austauschen. Eintauschen. Ist nur doof, dann zu gucken, was man braucht und was nicht. Carpador erreicht Level 9. Wann entwickelt sich Carpador zu Gyarados? Das ist eine wichtige Info. Ich glaube, voll spät, ne? Das hat voll lang gedauert. Ah, noch ein Team Rocket Dude. Das wird so langsam, ne? Echt anstrengend mit euch. Obwohl Knuffenser kann mal weiter vorne bleiben. So. So langsam anstrengend nach dem, ne? Das ist der zweite Kampf mit einem Team Rocket Dude. Aber Jesse und Traumato, Jesse und James haben schon genug Ärger gemacht. Stimmt, Team Rocket hat auch mal Traumatos gehabt. Arbox, Traumatos, Smogons. Sowas. Abras, glaube ich auch. Obwohl, nee, aber. Weiß ich nicht. Konfusion könnte wehtun. Ja. Ordentlich. Sogar sehr effektiv. Ich glaube, Knuffenser wird jetzt draufgehen. Hypnose. Okay. Dann kann ich es ja austauschen. Gegen Evoli. Ich wollte das Pikachu nicht reinholen, weil Vergiftung und dann kriegt er wieder Damage und ist nicht gut. Boy! So. Tut Evoli auch gar nicht weh. Sehr gut. Ein Ruckzuck-Kick könnte auch reichen. Wir machen einen Doppelkick für Safety. Sehr schön. So. Die machen uns auch reich hier. Ich denke immer, da spawnt ein Item oder so, weil Pikachu aufploppt. Oh nein, Pikachu, ich weiß, dir geht's schlecht, aber ich kann dich nicht heilen. So, Trank. Ich finde auch kein Gegengift für dich. Das Einzige, was ich hatte, habe ich schon Topsy gegeben, glaube ich. Da, das schwarze Ding da drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Miauz. Wollen die das jetzt echt holen? Was ist, wenn ich die jetzt ärgere? Los, mach schon. Schaffst das.
Okay, die sind abgelenkt. Die machen das schon. Die holen das schon. Ich hoffe, es kommt kein Trainer mehr. Dann kann ich jetzt hier schön raus und ins nächste Pokémon Center. Oh nein, natürlich kommt noch ein Team Rocket Mitglied. Bist du nicht mehr vergiftet? Oh, Pikachu wäre fast hingefallen. Ist das Gift weggegangen? Geht das nach einer Zeit weg? Nee. Okay, ich muss austauschen. Und zwar bewegen wir Smetbo mal nach vorne. So. Steckt deine Nase nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen. So, ich muss einmal kurz nebenbei. Das ist jetzt auch nicht unhöflich oder so, hoffe ich. Für euch den ersten Part freischalten. Während ich hier gegen ein Zubat kämpfe. Mache ich gerade nebenbei noch auf YouTube. Ja, mal Windstoß. Gegen Zubat, was natürlich auch Luft ist, ist natürlich super. Oh, es ist aber ganz gut. Biss könnte wehtun. Nein, tut's nicht. Okay. Muss kurz einmal checken, ob es auf HD verfügbar ist. Dann kann ich es euch nämlich freischalten. Perfekt. Mache ich nämlich jetzt auch direkt. Machen wir mal den Windstoß hier. Guck mal, und nebenbei schalte ich noch Videos auf YouTube frei. Ist das nicht crazy? So, und Zubat haben wir auch noch besiegt. Das Video ist immer noch nicht freigeschaltet. Moment. YouTube ist schnell. YouTube ist schnell. Da. Plant öffentlich. Zack. So, erster Part ist online um 22.46 Uhr am 16.11. Ich bin pünktlich wie die Eisenbahn. Nicht. Nicht. So. Wer bist du? Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Jetzt muss ich gegen den kämpfen. Oh Gott. Darf ich mir jetzt eins aussuchen? Muss ich jetzt schon googeln, welches Fossil ich will? Voltoball. Ui. Das ist natürlich doof jetzt. Ui, ist das doof. Alter, ist das doof. Das kann doch Elektro attacken. Das ist nicht sehr effektiv, ja, weiß ich. Ei, ist das doof. Dann muss ich das vergiftete Pikachu rausholen. Pikachu! So. Pünktlich. Pikachu super abgefangen. Und vergiftet ist es auch noch. Mein Gott, diese Statusveränderung Gift ist echt ätzend. Tackled hat mehr Weg als der Donnerschock. So, zweimal getroffen. Oh Gott, das Gift macht mir richtig zu schaffen, ey. Okay, ich mach weiter Doppelkick. Es tackelt jetzt nur noch, weil es ein Pikachu ist. Ach, goddammit. Noch zwei Volltreffer, dann haben wir's. Oh, das Gift tut so weh. Komm, letzter Doppelkick, wir schaffen das. Wenn der Tackle jetzt nicht zu weh tut... Okay, geht. Und nochmal. Das Gift sollte uns nicht dahin raffen jetzt. Sollte hinhauen. Okay. Hatte der noch ein Pokémon? Ja, Magnetilo. Oh Gott. Wechseln. Evoli, komm raus. Kampf war nicht gut gegen Stahl, ne? Oh oh. Wir sollten der so eklige Pokémon, wo wir noch nichts Gutes gegen haben? Oh doch! Kampf war gut gegen Stahl. Sehr gut. Ich denke mal, Stahl ist hart und Kampf ist dann schlecht, weißt du? Aber nein, das ist nicht so. Stahl ist weich, wenn man es richtig trifft. So. Sehr schön. So, 400 Pokédollar. Dann gibst du mir eins ab. Das ist nett. Welches kriege ich denn? Teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf. Aber bloß nicht gierig werden. Ich nehme beide. So, warte mal.
Ah, man erkennt schon. Weil links ist Ammonitas, rechts Kabutops. Sie haben das echt vereinfacht. Ja, ich möchte das Domfuss hier. Nehme ich das hier. Pixie. Alter Vater. Moment. Spring bitte in die Mitte. Tust du nicht? Ich kann das nicht. Warte. Ich kann nicht seitlich werfen. Wie geht das? Jetzt ist es mittig. Jetzt wirft er so. Willst du mich ver... Sehr gut. Bleib drin. Bitte. Yes. Sehr schön. Läuft da so ein riesen Pixie lang, ey. So, Doppelteam braucht kein Mensch. So. Dieses feenhafte Pokémon scheint sein Reich mit großem Eifer zu schützen. Es zeigt sich dem Menschen nur selten. Genau deswegen wollte ich es haben. Das scheint selten zu sein, oder? Ist es selten? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob Pixie selten ist. Stehen geblieben. Oh, ich habe ein Fossil, die wollen kämpfen. Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig erklauen wollten. Sie haben nicht den Standardspruch gebracht. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Jetzt kommt's härter. Es wird... Nee, jetzt wird's härter und es kommt noch härter. Nee, was? Ich weiß nicht. Warum ist das ein Doppelkampf? Das ist ja richtig ätzend. Ist Madball nicht voll am Sack? Nee, geht so. Okay, Windstoß auf, ist das nicht eigentlich egal? Rettern. Und du machst Doppelkick auf Smogon. Oh, doll. Das macht gut Damage. Nicht. Nicht Säure, nein. Natürlich ist Lou jetzt vergiftet. Das hat auch nicht viel Damage gemacht. Moment, Lou ist nicht vergiftet. Ah ne, es war Säure. Windstoß auf Smogon. Doppelkick auf Rettern. Machen wir es mal andersrum. Gucken wir mal, wie rum es besser ist. Das sieht besser aus. Ist trotzdem nicht effektiv, aber sieht besser aus. So, Smackbo. Oh ja, das ist sehr gut. So, und wenn wir einen weg haben, können sich beide auf einen konzentrieren. Nehmen wir einen Ruckzuck-Keep raus auf Smogon, dann kriegen wir den vielleicht down. Oh, den kriegen wir auch so down. Oh, lol. Macht Smetbo jetzt automatisch auf Rettern den Windstoß, das wäre nice. Eigentlich war das ja immer so. Jawohl. So, dann machen wir jetzt den Windstoß nochmal. Ja, ist egal. Und den Ruckzuck-Hieb. Auch nochmal direkt. Vielleicht geht es jetzt down durch den Ruckzuck-Hieb. Okay. Damit hätten wir Team Rocket besiegt. Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. 1000 Poké-Dollar. Das war ein Schuss in den Ofen. Jawohl. Mein Evoli will Aufmerksamkeit. Lou schaut genervt aus der Welt. Ja, das mit dem Namen war doch eine gute Idee. Ich erkenne Muster. So, ich erkenne Muster. Lou ist genauso. Hey. Okay, komm, du kriegst Essen.
Was macht die eigentlich? Willst du Bananen? Oh, das liebt sie. Okay, cool. Oder er. Es. Ist Evoli eigentlich weiblich oder männlich? Ich hab nur Clofensa ist weiblich. Alles ist männlich. What the fuck? Okay. So, dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Route 4. Ist hier direkt ein Pokécenter oder muss ich jetzt hier noch irgendwie um mein Leben laufen? Ein Paraheiler. Sehr schön. So. Und noch ein Item. Das ist doch eine Trap hier. 5 Pokebälle, die einfach so auf der Straße liegen. Nice. Nice. Pikachu hat was gefunden. Mein Gott, ich spreche dich doch an. Verschwinde doch nicht. Nanabeere. Sehr gut. Wir liegen hier nur Items rum. Sprühdose Schutz. Ich brauche Lockparfüm. Gib mir Lockparfüm. Das ist, glaube ich, das erste Pokémon, wo ich wirklich gezielt Lock-Items einsetzen würde, weil es sich einfach lohnt. Vorher fand man das immer nervig, je mehr wilde Kämpfe man hatte. Hier kommt doch eine Cutscene oder so. Oh, das ist wildes Gras. Ja, wildes Gras. Wildes Gras. Hohes Gras. Rettern. Auch Rettern ist mega cool, wie es da durch die Gräser schlängelt. Ja, Rettern ist ein Radfratze wieder. Das ist jetzt ärgerlich, weil... ich da nicht mehr hochkomme. Da oben lag 100% noch ein Item. Ah, da oben komme ich da wieder hin. Nee, wait, was? Azuria City. So, wo ist das Pokémon Center? Können wir uns ein Fahrrad kaufen? Uli? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, Evoli will ins Pokémon Center. Pikachu mag die Blumen? Nee, das Wasser. Pikachu beäugt offenbar interessiert den Springbrunnen. Pikachu wurde nass gespritzt, aber irgendwie scheint es ihm zu gefallen. Okay. Evoli will hier irgendwas im Pokémon Center. Der Mann wirkt merkwürdig zu mir. Aber wir schauen im nächsten Part, was dieser Mann von uns möchte oder was wir von ihm wollen. Man weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli. Ciao, ciao.